Pyramiden, Tempel, Gräber. Die Wunderwerke Ägyptens stecken voller Geheimnisse. Jetzt entschlüsselt moderne Wissenschaft die Rätsel im Land der Pharaonen. Mit neuer Technik gewinnen wir Einblick ins Leben der alten Ägypter und in die Umstände ihres Todes. Der Tod und das Leben im Jenseits. Beides spielt im alten Ägypten eine wichtige Rolle. Was macht diesen Dolch so besonders, dass er im Grab von Tutanchamun liegt? Eine Zeile im Text heißt wohl Eisen vom Himmel. Wird das Geheimnis des Einbalsamierens gelüftet? Sie könnten natürliche Prozesse aufhalten. Kann neue Technik das Rätsel der ägyptischen Tiermumien entschlüsseln? Es gibt Millionen mumifizierter Tiere. CT-Scans zeigen jedoch, viele sind nicht, was sie scheinen. Uralte Spuren. Die Geheimnisse einer der ersten Hochkulturen. Im Licht der Forschung des 21. Jahrhunderts. Die Pharaonen Ägyptens lassen große und kunstvolle Gräber für sich erbauen. Der Tod spielt eine wichtige Rolle in der ägyptischen Kultur. Die reiche Elite bereitet sich aufwendig auf das Jenseits vor. Die meisten Menschen leben nur kurz. Der Tod trifft sie alle. Ein Metalldolch aus dem Grab des Tutanchamun. Offenbar ist er dem König wichtig. Er will ihn für immer bei sich haben. Doch das Material wirft Fragen auf. Er besteht aus Eisen, das in Ägypten noch nicht bekannt war. Das war noch die Bronzezeit, nicht die Eisenzeit. Die Röntgenanalyse liefert ein unerwartetes Ergebnis. Einzelne Objekte sind nicht von dieser Welt. Wie kamen die Objekte in das Grab? . 2015. Die aus dem Grab des Tutanchamun geborgenen Artefakte befinden sich wieder im Ägyptischen Museum Kairo. Darunter ein ganz besonderer Dolch. Der Dolch hat einen goldenen Griff mit geometrischen Mustern und einer goldenen Scheide. Nicht das Design ist besonders, sondern das Material. Eine funktionsfähige Eisenklinge. Seit der Entdeckung wird über die Herkunft des Dolchs gerätselt. Eisen ist für uns gewöhnlich, aber bei den alten Ägyptern war es selten. Die Eisenzeit beginnt in Ägypten erst 200 Jahre nach Tutanchamun. Wie kann es dann ein so schönes Objekt aus Eisen geben? Zu jener Zeit? Hinweis auf die Herkunft des Materials geben Hieroglyphen. Sie verweisen auf den Himmel. Eine Zeile im Text heißt wohl Eisen vom Himmel. Doch was genau soll das bedeuten? Kann moderne Technik die Herkunft des Metalls ermitteln? Ein Forschungsteam untersucht das Material der Klinge. Der Dolch wurde mit Röntgenfluoreszenzspektrometrie analysiert, dem RFA-Messverfahren. Das Ergebnis deutet auf einen überraschenden Ursprung hin. Der Dolch besteht aus Eisen, enthält aber auch Anteile von Nickel und Kobalt. Diese Kombination entspricht exakt dem Datenbankeintrag für meteorisches Eisen. Eisen aus einem Meteoriten. Ein spektakuläres Ergebnis. Jetzt ergeben auch die Hieroglyphen einen Sinn. Eisen vom Himmel. Das Eisen der Dolchklinge stammt tatsächlich aus dem All. Denn die Herstellung von Eisen ist den alten Ägyptern noch unbekannt. Das seltene Metall gilt als heilig. Vielleicht war ein auf die Erde fallender Meteorit für sie ein Geschenk Gottes.
as being like a gift from God, that would make meteorites. Dann wären Meteoriten sehr wertvoll. Sie würden zu den Dingen gehören, die der König für sich beansprucht. Das Eisen war wohl wertvoller als Gold. Ein mit Tutanchamun begrabener Eisendolch verbindet ihn mit den Göttern selbst. Wenn das Eisen im Dolch von einem Meteoriten stammt, wo ist er eingeschlagen? Geben andere Objekte im Grab des Pharaos die Antwort? Gibt es weitere Grabbeigaben himmlischen Ursprungs? Der Brustpanzer des Pharaos scheint interessant. Im Sarkophag befindet sich eine Brosche aus gelbem Edelstein, geschliffen und poliert in Form eines Skarabäus. Sehr rätselhaft. Wir haben nicht erwartet, dass die Ägypter Zugang zum Material hatten oder diese Bearbeitung beherrschten. Wie also kommt der in das Grab? Vermutlich besteht die Skarabäusbrosche aus Edelstein. Eine Sauerstoff-Isotopenanalyse soll Aufschluss geben über das Material. Das Ergebnis? Es handelt sich um eine Art von Glas. Die Ägypter wussten, wie man Glas herstellt, aber nicht so klar und transparent. Die chemische Zusammensetzung des Glases entspricht einem Material, das in einer abgelegenen Region Ägyptens vorkommt. Am Westrand des altägyptischen Reiches. Die Wüste wird Großes Sandmeer genannt. Die Herstellung dieses Glases braucht extrem hohe Temperaturen. Geologischen Daten zufolge kann an diesem Ort nur ein Meteoriteneinschlag diese Temperaturen verursacht haben. Wenn Meteoriten mit der richtigen Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre eindringen, explodieren sie beim Aufprall. Dabei entsteht ein riesiger Feuerball aus gewaltiger Energie und Hitze. Der Sand am Boden enthält Silizium. Wenn das schmilzt, entsteht eine besondere Art von Glas. Expertinnen und Experten berechnen, das Glas der Tutanchamun-Brosche könnte von diesem Meteoriteneinschlag stammen. 10.000 Mal stärker als eine Atombombe. Dabei wurde die Sandwüste zu einem Meer aus Glas. Ein Skarabäus aus diesem Glas ist außergewöhnlich. Er war sicher wertvoll für die alten Ägypter, die darin eine Art Wunder sahen. Etwas, das nicht natürlich vorkommt und selten ist. Das Material des Skarabäus entspricht dem Glas aus der Wüste. Könnte auch das Eisen des Dolchs von diesem Meteoriteneinschlag stammen? Tutanchamuns Grab wird 1922 entdeckt. Zu jener Zeit denkt kein Archäologe an einen Zusammenhang zwischen kosmischen Ereignissen und den Funden im Pharaonengrab. Die Grabbeigaben sollen Tutanchamun beim Übergang ins Jenseits begleiten. Dort wird er unter Göttern weiterleben. Solche Opfergaben sind ein wichtiger Aspekt im religiösen Leben des alten Ägypten. Oft sind es geschnitzte Figuren in Gestalt bestimmter Götter. Doch manchmal trügt der Schein. Ein alter Friedhof voller Tiermumien. Es gibt Millionen mumifizierter Tiere. CT-Scans zeigen jedoch, viele sind nicht, was sie scheinen. Mit moderner Scantechnik wird sichtbar, was in den mumifizierten Überresten verborgen ist. Manchmal bestätigt sich die Erwartung, manchmal nicht. Wir müssen das herausfinden. Beurteile eine Mumie nie nach ihrer Hülle. Eine erneute Untersuchung mumifizierter Tiere soll zeigen, was unter den Bandagen verborgen ist. Gesetze verbieten das Auswickeln. Computertomographien sollen neue Erkenntnisse liefern.
Mit Hilfe der CT-Scans und Röntgenstrahlen erhält man eine detaillierte Ansicht vom Inneren eines Mumienbündels, ohne es zu beschädigen. Die 1960er Jahre. Entdeckt werden diese Tiermumien im Tempelkomplex von Saqqara, 24 Kilometer südlich von Kairo. Der Fundort liegt nahe der ältesten Pyramide Ägyptens. Das war eine der größten Ausgrabungen weltweit in den 1960er Jahren. Die Archäologen machen eine überraschende Entdeckung. Sie trafen auf ein Tunnelsystem, gefüllt mit Millionen Töpfen. Jeder enthielt eine altägyptische Tiermumie. Das ist wohl einer der seltsamsten Funde aus der alten Welt. Immer mehr Kammern werden freigelegt. Überall diese mumifizierten Tiere. Es gibt verschiedene Katakomben im Untergrund. Alle sind jeweils einem Tier gewidmet. In einer sind Raubvögel, in einer anderen Ibisvögel und Kühe in einer dritten. Es gibt eine Katzenkatakombe, eine für Hunde. Schakale, Falken, alles eigenständige Abschnitte. Millionen Tiere in den Tunneln. Ein riesiger unterirdischer Zoo. Wozu? Im Glaubenssystem der alten Ägypter gibt es viele Tiergottheiten. Handelt es sich um Votivgaben? Votivmumien sind vergleichbar mit dem Anzünden einer Kerze, mit dem man ein Gebet an Gott sendet. Mit einer Votivmumie trägt das Tier das Gebet zu Gott. Jede Tiergottheit besitzt Kräfte, die den Menschen vor bösen Geistern oder Krankheiten schützen oder in ein friedliches Leben nach dem Tod geleiten. Ibisse werden mit dem Gott Thoth assoziiert, Katzen mit der Göttin Bastet. All diese Tiere vertreten eine bestimmte Gottheit. Erst glaubt man, in Saqqara seien ganze Tiere mumifiziert und als Opfergaben an die Götter begraben worden. Aber bald gibt es Zweifel. Ein Team untersucht die Mumien mit modernen Methoden. So wird sichtbar, was sich unter der bemalten Hülle verbirgt. Mit einem Computertomographen blicken Expertinnen und Experten ins Innere der Tiermumien. Sie werden überrascht. Manchmal sieht man, was man erwartet. Bei einem Vogel ist ein Vogel drin, aber häufig auch nicht. Oft gibt's nur ein paar Federn oder einen Knochen. Wir dachten, wir würden vollständige Tierkörper vorfinden. Aber in den meisten Fällen war es etwas ganz anderes. Natürliche Materialien wie Sand, Erde und Steine, Schilf und Pflanzen. Manchmal gab es nicht mal einen Knochen. Etwa ein Drittel enthält das Skelett des jeweiligen Tieres. Ein Drittel enthält nur ein Teil des Tieres und das letzte Drittel enthält keinerlei tierisches Material. Die Frage ist, was geht hier vor? Liefern die religiösen Praktiken in Saqqara eine Erklärung? Den Zugang zu den Tempeln kontrollieren Priester. Alten Quellen zufolge erhalten diese Männer Opfergaben von den Pilgern. Das war ein riesiges Pilgerzentrum. Hunderte wollten dem Gott etwas opfern. Dazu haben sie vom Priester eine mumifizierte Katze oder einen Hund gekauft. Pilger kaufen ein mumifiziertes Tier und lassen es in einer religiösen Zeremonie bestatten. Sie hoffen, dass das Opfer an die Götter weitergegeben und in den Katakomben begraben wird. Der Verkauf von Millionen Tiermumien als Votivopfergaben war ein Riesengeschäft. An den heiligen Festen kamen jährlich viele Pilger zu den Tempeln. Bei so hoher Nachfrage nach Tiermumien wird beim Einbalsamieren womöglich getrickst.
Vielleicht waren einige nicht ganz ehrlich, als sie die Dinge herstellten, die sie verkauft haben. Haben die Priester die Pilger abgezockt? War das groß angelegter Betrug? Weitere Untersuchungen der scheinbaren Fake-Mumien zeigen, sie sind keine Billigprodukte. Eine Massenspektrometrie-Analyse hat ergeben, dass die Mumien mit Tieren wie die ohne Tiere aus den gleichen chemischen Komponenten bestehen. Baumharze dienten als Konservierungsmittel. Auch Bienenwachs und Pflanzenöle wurden benutzt. Das waren damals sehr teure Harze. Sie wurden aus dem heutigen Libanon importiert. Die Studie zeigt, viele der Mumienbündel aus Saqqara sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Spielt das für die Pilger eine Rolle? Vielleicht waren die scheinbar gefälschten Mumien für die alten Ägypter ähnlich wertvoll, wenn nicht sogar besonders bedeutend. Für den Pilger waren sie genauso teuer. Die enthaltenen Materialien galten als ebenso heilig wie ein tatsächliches Exemplar der Tierart. Ich glaube, dass die leeren Mumienbündel genauso wertvoll sind. Schon vor 3000 Jahren gibt es einen regen Handel mit Waren, die einen symbolischen Wert besitzen. Was für uns aussieht wie Fake, kann damals dennoch wertvoll sein. Das Opfern mumifizierter Tiere ist ein wichtiger Teil im religiösen Leben des alten Ägypten. Schon die rituelle Mumifizierung und die Bestattung sind heilig. Verehrung und Anbetung dienen der Verbindung zwischen Lebenden und Toten. Damit die Seele in den Körper zurückgelangt, muss der Körper gut erhalten sein. So setzt sich das Leben nach dem Tod fort. Die Entdeckung einer Einbalsamierungswerkstatt verspricht Einblick in dieses Handwerk. Weiß man alles über Mumifizierung? Nein, manches ist noch immer unbekannt. Diese Kunst beherrscht heute niemand mehr. Das Haar, die Fingernägel und Wimpern, alles ist erhalten. Was wussten die Einbalsamierer und wir nicht? Mit welchen Methoden werden Körper über einen so langen Zeitraum hinweg konserviert? Mumifizierte Körper sind auch nach Jahrtausenden noch perfekt erhalten. Die große Frage lautet: Wie ist das den alten Ägyptern gelungen? Mumien aus dem alten Ägypten sind der Fachwelt bekannt. Aber es gibt keine Quellen über die Mumifizierung selbst. Das muss man durch Versuch und Irrtum über Jahrhunderte hinweg selbst herausfinden. Die Wissenschaft soll bei der Klärung der Frage helfen. Weil wir so viele davon haben, können wir die Mumien scannen und forensisch untersuchen. So erfahren wir einiges über die Mumifizierung. Bei der biochemischen Analyse von Gewebeproben der Mumien entdeckt das Forschungsteam eine komplexe Mischung aus Kräutern und Ölen. Es zeigt sich, dass Pflanzenharze wie Wacholder und Terpentine benutzt wurden. Den Körper haben sie mit Myrrhe eingerieben, um unangenehme Gerüche des Leichnams zu übertünchen. Doch die chemischen Bestandteile der Kräuter und Gewürze allein können die Zersetzung einer Leiche nicht verhindern. Es muss noch etwas geben, das die perfekte Konservierung garantiert. Ägyptische Einbalsamierer schienen wie Zauberer zu sein. Sie konnten natürliche Prozesse aufhalten. Sie benutzten Methoden und Substanzen, die sie vor jedermann geheim hielten. Vielleicht geben die komplexen Rituale der Mumifizierung weiteren Aufschluss über den Prozess.
Die Mumifizierung eines Elite-Ägypters muss schockierend und grausam gewirkt haben. Ein Priester hat mit einer sehr dünnen, scharfen Obsidianklinge einen Schnitt entlang der linken Flanke gemacht. Organe werden entnommen und in speziellen Gefäßen aufbewahrt. Ist die Entnahme ausschlaggebend für die Konservierung? Innere Organe wurden entfernt und separat in vier von Gottheiten geschützte Gefäße gegeben. Der Gott mit dem Schakalkopf bewacht den Magen, der Gott mit dem Pavian-Kopf die Lunge, der Gott mit dem Menschenkopf die Leber und der Gott mit dem Falkenkopf den Darm. Die Entnahme der Organe hat eine nützliche Nebenwirkung. Es war notwendig, die Organe zu entfernen, weil deren Feuchtigkeit die Zersetzung fördert. Im Feuchten leben Bakterien und die fressen den Körper auf. Man musste also alles entfernen, was den Zersetzungsprozess vorantreibt. Doch das Entfernen der Organe und damit der Bakterien garantiert noch keine Konservierung. Es muss noch mehr geben. In den Wüstengräbern von Saqqara entdeckt ein Archäologenteam eine Einbalsamierungsstätte. Das sind Balsamierungswerkstätten. Dort wurden Inhaltsstoffe gefunden, die eindeutig zur Einbalsamierung genutzt wurden. Damit haben wir Belege für den Ort, an dem die Mumien präpariert wurden. In den uralten Werkstätten finden Archäologen Reste eines Mineralsalzes. Eine chemische Analyse ergibt die Zusammensetzung. Das ist Natriumcarbonat, Natriumbicarbonat und Natriumchlorid. Etwa wie Speisesalz plus Backpulver. Das als Natron bekannte Salz entzieht allem, womit es in Kontakt kommt, die Feuchtigkeit. Natron kommt im Wüstental Wadi an Natrun vor, 80 Kilometer von den Einbalsamierungswerkstätten von Saqqara entfernt. Vor über 4000 Jahren wurde das magische Mittel Natron entdeckt. Aber wie wird Natron bei der Konservierung eingesetzt? Sie könnten Natronsäcke in die Körperhöhle gepackt und den ganzen Körper mit Natron bedeckt haben. Expertinnen und Experten testen das. Sie stellen jedoch fest, dass das Salz den Verfall nicht aufhalten kann und probieren etwas anderes. Vor einiger Zeit stiftete ein Taxifahrer seinen Körper der Wissenschaft. Die Forscher versuchen, die Leiche des Taxifahrers zu konservieren. Sie lösen die Natronsalze in Wasser auf und legen die Leiche in die hochkonzentrierte Salzlösung. Ein menschlicher Körper kann in einem Natronbad mit stark salzhaltigem Wasser konserviert werden. Nach 40 Tagen war dem Körper die gesamte Feuchtigkeit entzogen worden. Er wirkte lederartig, wie eine Lederhandtasche. Man muss exakt vorgehen. Der Körper darf nicht zu stark austrocknen, damit die Gliedmaßen flexibel bleiben und man die Arme noch biegen kann. Das ist die lange gesuchte Erklärung. Wissenschaftliche Analysen und praktische Experimente zeigen, eine konzentrierte Natronlösung spielt die entscheidende Rolle bei der Konservierung eines Leichnams für die Ewigkeit. Der Körper wurde innen und außen getrocknet und bleibt unter trockenen Umständen für immer erhalten. 3000 Jahre alt und immer noch erkennbar. Sie planten langfristig. Meisterwerke der Einbalsamierungskunst. Die Mumifizierung ist ein zentraler Aspekt im religiösen Glauben der alten Ägypter.
Die Toten werden optimal auf ein gutes Leben nach dem Tod vorbereitet. Dazu gehören auch die Grabstätten. Die größten sind bis heute erhalten. Die Cheops-Pyramide in Gizeh. Bis heute ist es ein Rätsel, wie die alten Baumeister das riesige Gebäude erschaffen konnten. Die Präzision des Bauwerkes ist unglaublich. Erstmals erfassen Forscher die Größe und Maße der Pyramide mit Laserscanner-Technologie. Früher hat man die Pyramide mit Lot und Richtschnur vermessen. Sie suchen Hinweise, die den Bau des perfekt proportionierten Steingrabs erklären. Es ist unglaublich. Beyond belief. 2015. Das Team des Gizeh-Kartierungsprojekts misst die Cheops-Pyramide aus. Glenn Dash leitet damals das Team. Man steht da und betrachtet die große Pyramide. Genau wie alle anderen ist man sprachlos und fragt sich, wer war der Typ, der diesen Stein da oben hinschaffen musste? Es ist das einzige Weltwunder, das noch steht. Die haben 150 Meter hoch gebaut, fast 3000 Jahre vor Christus. Archäologinnen und Archäologen wollen verstehen, wie und warum ein Grab in Form einer Pyramide erbaut wird. Es gibt verschiedene Theorien zur Form der wahren Pyramide. Manche glauben, sie stehe für den Benben-Stein. In der ägyptischen Mythologie ist der Benben-Stein das erste Stück Land, das zu Beginn der Zeit aus dem Urgewässer des Chaos auftauchte. So wurde das Universum erschaffen. Tatsächlich gibt es an vielen alten religiösen Stätten einen heiligen Hügel oder Benben-Stein. Frühe Tempel enthalten einen Hügel, das Symbol für den Schöpfungshügel, andere einen Pyramidenstein. Die Cheops-Pyramide soll die ewige Ruhestätte für den Pharao sein. Es muss ein perfekter, exakt geformter Bau sein, damit der Übergang ins Jenseits nach dem Tod gelingt. Die Form der Pyramide verkörpert die Sonnenstrahlen. Über die Schräge geht der Pharao in den Himmel und weilt dann dort unter den Göttern. Eine Investition ins Jenseits, eine Treppe in den Himmel. Über die Pyramide erfolgt die Auferstehung des Königs. Sie ist eine Auferstehungsmaschine. Doch wie erreichen die alten Ägypter eine derartige Perfektion des Gebäudes? Das Gizeh-Kartierungsprojekt nutzt moderne Laserscan-Technik. Damit werden Größe und Ausrichtung der Pyramide exakt erfasst. Wir arbeiten mit sogenannten Tachymetern, einer Kombination aus Teleskop und Laser. Hochpräzise Instrumente. Die Ergebnisse verblüffen. Im Süden etwa 7 cm länger als im Norden, im Westen 5 cm länger als im Osten. Diese Genauigkeit ist phänomenal. Das Gebäude ist fast perfekt. Eine große technische Leistung. Mit nahezu perfekter Genauigkeit erbaut. Die Konstruktion der Cheops-Pyramide weist eine Fehlertoleranz von nur 0,03% auf. Alles wurde nur mit Holz, Seilen, Kupfer und Stein gebaut. Dennoch entspricht die Pyramide heutigen Baustandards. Bei der Vermessung der Cheops-Pyramide fällt noch etwas auf. Die meisten schauen hoch, wenn sie zur Cheops-Pyramide gehen. Aber wir haben nach unten gesehen. Der Boden sieht ungewöhnlich aus. Im Gestein um die Cheops-Pyramide gibt es Aussparungen, ganze 3000. Das sind systematisch angelegte Löcher, offenbar bewusst erstellt von den Pyramidenbauern. Die Löcher verlaufen parallel zu den Pyramidenseiten. Das sind Pfostenlöcher. Das Kartierungsteam glaubt, dass die Bauleute zu einer bestimmten Zeit Pfosten in die Löcher gerammt haben.
Zur Herbsttag- und Nachtgleiche werfen die Pfosten einen genau ausgerichteten Schatten auf den Boden. Diese Schatten dienen als Referenzpunkte für den Bau der Pyramide. Nur zur Tag- und Nachtgleiche erzeugt die Sonne einen geraden Schatten, der exakt von Ost nach West verläuft. Wenn die Messung an dem Tag stattfand, erhielten sie so die exakten Winkel für die Pyramide. Die Methode ist so einfach. Man steckt einen Pfosten in den Boden und achtet auf seinen Schatten. Die Schattenlinien dienen dem Bau der perfekten Pyramidenform und garantieren die richtige Ausrichtung. Die Ausrichtung der Tempel von Ost nach West war sehr wichtig. Der Osten steht für das Leben, der Westen für das Reich der Toten. Die Cheops-Pyramide. Symbol für Leben, Tod und Auferstehung. Ihr Bau bezeugt nicht nur die Genialität der alten Ägypter, sondern auch ihr umfangreiches Wissen über Mathematik, Technik und Sonnenkunde. Mit Holz, Seilen, Kupfer und Stein fanden sie eine brillante, stabile und einfache Methode. Die eindrucksvolle Form der Cheops-Pyramide spiegelt den Glauben an die Wiederauferstehung. Für gewöhnliche Menschen im alten Ägypten ist der Tod jedoch keine große Sache. Für viele kommt er vor allem zu früh. Ein großer Friedhof lässt eine Tragödie erahnen. Bei Ausgrabungen wurden Überreste zahlreicher Jugendlicher gefunden. Warum sind so viele gestorben? Die Wirbelsäulen sind stark angegriffen, die Gelenke fast zerstört. Gibt die Forensik Aufschluss über die Todesursache? Sind sie an einer Krankheit gestorben? 2015. In Amarna am Rande eines Wüstenplateaus machen Archäologinnen und Archäologen eine grausige Entdeckung. Bei Ausgrabungen wurden nicht nur Reiche und Eliten gefunden. Man hat auch neue Friedhöfe entdeckt, auf denen die Leichen der Armen liegen. Viele Gräber enthalten mehrere Skelette. Der Körpergröße nach zu urteilen, sind viele der Menschen jung gestorben. Auf diesem Friedhof liegen überwiegend Kinder. Sie wurden sehr schlicht bestattet, manchmal auch zu mehreren. Nur woran sind sie gestorben? Über Leben und Sterben der einfachen Leute im alten Ägypten ist schon einiges bekannt. Krankheit und Infektionen gab es häufig. Die Lebenserwartung war viel kürzer als heute. Mit 30 Jahren war man bereits alt. Das Leben war ständig in Gefahr. Die Ermittlung der Todesursache ist nicht einfach. Es gibt keine Aufzeichnungen. Untersuchungen von Überresten aus anderen Gräbern lassen Schlüsse zu. 2012, England. An der Universität Manchester entdecken Forscher eine mögliche Todesursache. 14 Lungen von Altägyptern wurden untersucht. Man fand winzige mikroskopische Spuren, Sandpartikel. Durch das Einatmen von Sand kam es zu Lungenproblemen und Atemwegserkrankungen. Sogar die Umwelt verschwor sich gegen die alten Ägypter. Der Studie zufolge sind Reiche und Arme gleichermaßen durch das Einatmen von Staubpartikeln belastet. Ein ähnliches Phänomen wie in modernen Zeiten. Man sieht Veränderungen in der Lunge. Der eingeatmete Sand hat eine Entzündung verursacht.
Sand kann verschiedene Lungeninfektionen auslösen und das Immunsystem beeinträchtigen. Definitiv ein Problem. Einatmen von Sand über lange Zeit kann tödlich sein. Doch Menge und Alter der Toten an der Ausgrabungsstätte in Amarna lassen vermuten, dass bei ihnen nicht allein Sand zum Tod führte. Die Knochen aus dem Massengrab werden forensisch untersucht. Ergebnis? Amarnas junge Menschen scheinen zu Lebzeiten sehr schlecht behandelt worden zu sein. Die Knochen spiegeln die Geschichte des Körpers. Diese Menschen mussten sehr hart arbeiten, sogar die Kinder. Sie scheinen unterernährt. Es gibt Wachstumsverzögerungen, Anzeichen von Skorbut, Rachitis. Viele Knochenveränderungen, typisch für lebenslang hart arbeitende Menschen. Liefert Amarnas Geschichte eine Erklärung für die schlimme Behandlung? Die Stadt wird von Pharao Echnaton gegründet, hunderte Kilometer von der alten Hauptstadt Theben entfernt. Die Skelette lassen erahnen, wer hier die Hauptarbeit geleistet hat. Sie mussten arbeiten, bis sie körperlich nicht mehr konnten. Die Bevölkerung war unterernährt und ist wegen mangelhafter Ernährung gestorben. Sie hatten nicht genug zu essen, um die schwere Arbeit zu leisten. Ihr gesamtes Leben über waren sie hohem Stress ausgesetzt. Viele starben sehr jung. Die Analyse der Skelette aus dem Massengrab liefert weitere Hinweise. Die Forscher finden deutliche Spuren an den Knochen. Viele der jungen Menschen leiden an einer durch Blut übertragenen Infektion. Malaria. Läsionen an den Knochen und am Weichgewebe zeigen, dass die Menschen in Amarna an Malaria litten. Ausbrüche dieser Krankheit vernichten ganze Bevölkerungen. Wahrscheinlich kamen bei einem Ausbruch viele Menschen gleichzeitig ums Leben. Deshalb das Massengrab. So ergibt alles einen Sinn. Für die überarbeiteten, hungernden Menschen in Amarna ist Malaria der Todesstoß. Das Krankheitsrisiko durch Moskitos und die schlechte Behandlung der Menschen sind wohl die Erklärung für die Flucht der Einwohner nach dem Tod Echnatons. Diese jungen Menschen haben die Stadt erbaut. Die Arbeit muss quälend und schmerzvoll gewesen sein. Auf dem Friedhof liegen vorwiegend Kinder. Das ist traurig. Forschungen über das Leben und Sterben der armen Arbeiter sind nicht abgeschlossen. Die Bestattungspraxis der Altägypter wirft weiterhin Fragen auf. Erschwert durch Grabräuber, die wertvolle Artefakte stehlen. Bereits die Gräber der ersten Pharaonen werden geplündert. Wichtige Dinge sollten mit ins Grab. Niemand weiß, was mit den Leichen passiert ist. Doch Grabräuber haben es nicht leicht. Archäologenteams untersuchen, wie die Toten im alten Ägypten geschützt werden. Es gibt komplexe Schutzvorkehrungen, die schwer zu überwinden sind. Die herrschende Elite des alten Ägypten glaubt, sie gelangen nur ins Jenseits, wenn ihr mumifizierter Körper und ihre Besitztümer intakt sind. Doch wie wehrt man Grabräuber ab? Die alten Ägypter bringen in ihren Gräbern keine Sprengfallen an wie in Indiana Jones. Man wird auch nicht von einem Felsblock verfolgt. Aber mit Grabräubern wird gerechnet. Die Ruhestätten liegen tief unter der Erde. Lange, steile Korridore und labyrinthartige Rundgänge führen zu den Gräbern. Die meisten königlichen Grabkammern verfügen über Sicherheitsmechanismen.
Zur Grabsicherung gehören schwere Fallgatter aus Stein, die herabfallen können. Einige Schächte sind voller Trümmer, Durchgänge mit Felsblöcken versperrt oder Eingänge unerreichbar hoch. Oft verstecken die Sicherheitsmaßnahmen nur den Eingang. So sollte verhindert werden, dass Grabräuber den Eingang finden und Zutritt zum Allerheiligsten erlangen. Die besten Beispiele für die Sicherung des Lebens nach dem Tod liefern die großen Pyramiden. Einer Legende nach enthalten die Pyramiden auf dem Gizeh-Plateau Sprengfallen. Wer da eindringt, würde sofort durch einen speziellen Mechanismus getötet. Die Legende ist ziemlich nah an der Wahrheit. Die Grabkammer war mit Granit ausgekleidet und der Eingang mit drei steinernen Fallgattern blockiert. Auch die Form der Pyramide dient der Sicherheit. Die Außenseite der Pyramide war vollständig mit poliertem Tura-Kalkstein bedeckt, um den Eingang zu verbergen. Der war sehr schwer zu finden. Trotz aller Maßnahmen werden die meisten Gräber ausgeraubt. Pyramiden und Gräber wurden geplündert, direkt nachdem bedeutende Menschen mit ihren Beigaben begraben worden waren. Was zurückblieb, war von Grabräubern zerstört. Sie steckten sogar Leichen in Brand, um ihre Spuren zu verwischen. Wie war dieser ständige Raub überhaupt möglich? Es gab Banden, die mitten in der Nacht mit Fackeln loszogen und Grabkammern und Särge aufbrachen. Sie nahmen mit, was sie erwischen konnten, und tauschten es gegen etwas anderes auf dem Markt ein. Nicht nur Gräber der Eliten werden geplündert. In wirtschaftlich harten Zeiten versuchen die Menschen einfach zu überleben. Da plündern Familienmitglieder sogar das Grab der eigenen Vorfahren. Es gibt die Gelegenheitsdiebe. Doch Quellen belegen, Grabräuber stammen aus allen Gesellschaftsschichten. Jeder scheint in irgendeiner Weise am Grabraub beteiligt gewesen zu sein. Sogar die damals Regierenden von Theben, der hohe Priester von Amun. Im Tal der Könige entnahm die Priesterschaft allen Gräbern ganz systematisch, was wertvoll war. Ein alter Papyrus aus der Zeit von Ramses XI. Dokumentiert ein Gerichtsverfahren. Hochrangige Personen sind angeklagt. Sie haben sich verbündet, die von ihnen bewachten Gräber auszurauben. Es gibt Briefe mit verschleierten Hinweisen wie das Ding, das ich dir gezeigt habe, oder der Ort, den du entdeckt hast. Lass ihn versiegelt, bis ich da bin. So reden Leute, wenn es um Schmuggelware und etwas Verbotenes geht. Bei allen ausgeklügelten Sicherheitsmaßnahmen besitzt eine Gruppe Insiderwissen. Die Grabbauer selbst. Sie können alle Vorkehrungen umgehen. Sie kannten jedes königliche Grab und wussten, wie man reinkommt. Es ist pures Glück, heute noch ein unberührtes Grab zu entdecken. Deshalb sind die Rätsel um die Bestattungsrituale und das Leben im Jenseits bis heute noch immer nicht vollständig gelöst.